Diesmal geht es bei World Changer um das Homeoffice. Viele von uns sind ja zurzeit zu Hause und arbeiten auch von zu Hause. Da ist es immer gut, einige Energiespartipps im Hinterkopf zu haben. Man sollte zum Beispiel darauf achten, dass die Bildschirmhelligkeit immer reduziert wird, also nicht zu hell. Das spart schon mal viel Energie. Zusätzlich sollte man darauf achten, dass man bei Bildschirmpausen immer in den Energiesparmodus, also in den Ruhemodus kommt, dass sich die Bildschirme auf schwarz schalten. Hier ein weiterer Tipp, keine Bildschirmschoner verwenden, schon gar nicht irgendwelche bunten, die sich viel bewegen. Auch hier kann man Energie sparen. Zusätzlich gibt es dann im Homeoffice oft Einzelgeräte, also Drucker, Scanner, Kopierer. Das sind oft ältere Geräte, die auch nicht so energiesparend sind wie manche Kombigeräte. Hier empfiehlt es sich, dass man Druckaufträge zusammenlässt, also zusammenkommen lässt, dass man dann den Drucker einschaltet, alles ausdruckt, kopiert und scannt und den Drucker danach wieder vom Netz nimmt.